Da ist er. Der junge Rudi und den Schnäuzer noch wachsen lassen, da ist er. Der junge Rudi Völler. Ein Rudi Völler. Es gibt nur einen Rudi. So, herzlich willkommen heute aus Dortmund. Inkognito sozusagen. Aber wer sich auf große Aufgaben vorbereiten muss, der muss auch entsprechend gekleidet sein, habe ich mir gedacht. Ja, heute das erste, letzte, wie auch immer, Länderspiel von Rudi Völler. Bin ich mal sehr gespannt, ne? Mit Sandro Wagner und Hannes Wolf. Und es fehlt natürlich noch ein vierter Mann, das ist ganz klar. Wir sind hier vom Teamhotel, kurz vor dem Spiel gegen Frankreich, wo es wieder mal um gar nichts geht, aber um die Ehre der Nationalmannschaft. Ne? Hansi Flick ja irgendwie entlassen nach 123, weiß ich wie viele Jahren, der erste Bundestrainer, der entlassen wurde. Alle anderen sind freiwillig gegangen. Und was sagt Rudi Völler? Er hat gar keinen Bock. Da denke ich mir so, geil. Kommst nach 19 Jahren zurück und hast überhaupt keinen Bock auf den Haufen. Aber ich bin mit dem Rudi in Kontakt. So, die erste Maßnahme wurde vom DFB direkt umgesetzt. Ne? Es gibt jetzt Pilz vom Mannschaftshotel, das ist klar. Ne? Wenn die Spieler nachher, habe ich gesagt, vorher nur eine kleine Erfrischung, bevor es in den Mannschaftsbus geht. Und dann ist doch klar, es läuft. Also das habe ich alles schon beim Vorstand abgeklärt. Der Pilzwagen ist da. Das gibt schon mal einen Pluspunkt für den unflexiblen Haufen. Geht doch, einen Anruf und das läuft. Ich hole mir jetzt meinen Pilz direkt, komm. Hier gibt es auch Wasser und Hophaus 13. Was weiß ich, was das ist. Ja, es wäre mal schön, wenn es eine Running 11 gäbe. Ja. Kennst du das? Das erste aus dem Hahn ist wie die aktuellen Nationalspieler. Ne? Das läuft gar nicht. Warte mal, ich habe gerade Sprachnachricht vom. Ja, der Rudi. Uwe, ganz ehrlich, du nervst. Ja. Du hast schon 5, 6 Bier. Hol dir vorne, gut. Wir haben den Pilzwagen aufgebaut. Da holst du den. Nö, ich brauche nicht. Ich habe eh die Karte vom Zimmer, habe ich eh nicht. Dann laufe ich, ja. Tschüss. Mit dem Stahl, ja, tschüss. Ich muss auch ins Stahl, ich laufe eben, komm, den Rest. Das ist ja. Ah, guck mal hier. Das war mal Flixbus. Ganz entscheidend vor so einem wichtigen Spiel gegen Frankreich als Spieler im Hotel. Brauchst du deine Ruhe? Das, da hinten ist das Hotel. Sieht eher aus wie die JVA Dortmund. Mit so glänzenden grauen Fliesen, ne? Alles im Look der 90er. Der Rudi gibt heute alles. Gleich ist noch Feierabendverkehr, das wird nochmal. Bundestrainer willst du werden? Was steht auf der Jacke. Ja gut, was hast du denn für, ach, Kreisliga-Trainer? Nee, da wird schwierig. Ich bin gebürtiger Dortmunder, du bist gerade auf dem Weg zum besten Stadion der Welt. Aber ja, heute Abend gibt es nicht das beste Spiel der Welt. Ja, aber mit Kreisliga-Erfahrung, da kommst du nicht weit. Da hast du nur Profis. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Guck, das ist, die Leute glauben an uns, an mich. Im Gegensatz zu Lothar Matthäus, ne, der ja einfach gesagt hat, ich würde es gerne machen, Trainer, aber es passt nicht in mein Leben. Dich hat doch gar keiner gefragt. Also Lothar hat überhaupt keiner gefragt. Er selbst hat sich ins Spiel gebracht und hat sich selbst eine Absage erteilt, wenn die Schizophrenie richtig knallt. Soll ich das jetzt eigentlich machen, Männer, oder soll ich das lassen? Ich überlege die ganze Zeit. Was überlegst du? Der Nationaltrainer. Alter, nee, Uwe, du hast einen Ruf zu verlieren. Lass es. Ich würde es cool finden. Siehste, guck, da wieder einer, der sagt, Marit. Ja, ich bin total unentschlossen, aber ich wünsche dir viel Spaß heute beim Spiel. Du wirst es schlimmer als ein Zweikampf. Prost. Frisuren ist ja ein ganz wichtiges Thema in der Nationalmannschaft. Ne? Und der Rudi und ich, wir sind ja Brüder im Geiste sozusagen. Und wenn man die Haare von Rudi Völler und mir zusammentut, dann kriegst du das. Ohne, ne, ohne Locken, aber damit, ne, wollen wir jetzt die Leute gleich mal ein bisschen, wer wird denn der neue Nationaltrainer? Mache ich's wirklich? Kommt am Ende doch Julian Nagelsmann. Du bist hier? Samira. Samira, Mensch, wer wird der neue Nationaltrainer? Samira, du sagst jetzt einfach, der Uwe wird das. Pass auf, wir machen das nochmal. Wir tun so, als hätten wir die Frage vorher gar nicht gestellt. Ich spule nochmal zurück und dann fangen wir nochmal an. Hi, wie heißt du denn? Samira, wer wird denn neuer Nationaltrainer? Ja, der Uwe. Klar. Das ist mir eine Ehre. Das ist, ja. Was habe ich denn für Qualität, dass ich das machen kann? Ja, da herrscht strenge Disziplin bei dir. Das kennen wir doch. Aus den Videos. Ruhe, Bello. Nein, also das, ja, kennst du meine Videos? Das ist Wahnsinn. Ich habe seit neuestem OnlyFans-Account. So, wer wird denn jetzt Nationaltrainer? Ja, ich bin es leider nicht, du bist es auch nicht. Was heißt das denn? Das ist ja gleich von dir auf mir geschlossen, das ist ja geil. Ja, aber wer soll es dann machen? Wer ist dann gut? Wer steht denn vor dir? Ja, das Problem ist halt so, das sind andere Spielerkapazitäten. Was du da hast auf dem Platz, dann richtige Fußballer. Die wollen spielen. Was spielt denn da?
Ja, dann muss ich ja. Gut, das habe ich noch gar nicht überdacht. Boah, Kreisliga-Trainer zum Nationaltrainer. Das hört sich gut an. Ja, komm, scheiß drauf. Ich würde einfach mal probieren. Komm, dann mach ich's. Komm, kack die Hühner. Ja, viel Spaß. Ciao. Kreisliga-Trainer zum Nationaltrainer. Herrlich. Einmal. Also, wer jetzt da ist. Wahnsinn. Beste Kreisliga-Trainer ever. Ich muss sehen. Ne? Machen wir ein Interview? Klar, was für ein Interview? Du mit mir. Ich mit dir? Ach so. Ja, klar, du musst mir Fragen stellen. Also, ich stell dir Fragen. Wer wird der neue Bundestrainer? Ja, wer soll Trainer werden, ja? Ja, steht einer vor dir. Ich bin in der Auswahl. Wie, wer bist du? Ich kenne dich nicht. Uwe? Der Kreisliga-Trainer. Obwohl, ja, da bist du bei der Nationalmannschaft richtig. Okay, weiter. So. Uwe wird Trainer. Ich kann auch Sechser werden. Ich ramm jeden weg. Guck mal, das ist doch wunderbar. Ne? Unser Sechser im Lotto. Freuen wir uns drauf. Eieieiei. Interview beendet. So, einmal Foto hier. Ah, nee, war das der Süle? Mal hier. So. Ja. Jetzt habe ich's. Ein paar Frankreich-Fans sind auch schon da. Das hört sich gleich an wie in so einem Erotikfilm, wenn die singen. Oh, j'ai rue, bord le blanc, terre en tout. Les drapeaux, tous unis sous les mêmes couleurs. Nous chanterons avec fervor. Allez, c'est bleu. Das war französisch und heißt ein Rudi Völler. Es gibt nur einen Rudi Völler. I don't know the next coach in the German. Guess who will be the next coach? I don't know. Laurent Blanc. Laurent Blanc. Oder was? It's a good choice, nur Laurent Blanc. Nein. Ich bin auch gerne blau, aber Laurent Blanc wird's nicht. Das ist so aktuell der Durchblick vom DFB, wenn man sagen kann. Das fasst zusammen. Wartet jetzt wirklich, bis sie kommen, oder was? Ja, das glaubst du, oder was? Die sind doch noch am Essen. Ist doch 21 Uhr Sandpfiff. Kommt doch kein Mensch. So, da ist er doch. Guck mal, hunderte von tausenden von Fans warten auf den Mannschaftsbus, da ist er. Ich habe zu Sandro Wagner gesagt, komm, mach es wie beim Marathon, nimm einen Besenwagen. Die beste Tarnung überhaupt, da fällt überhaupt keinem auf. Die können hier durchfahren, ohne das. Guck, hinten ist abgetönt. Da sitzen alle Spieler drin. Das ist genau das, wo ich sage, so bringt man die unauffällig ins Stadion. Bist du verletzt oder was? Was stimmt denn mit ihm nicht? Ey, jetzt einen dicken Fuß, Alter. Das geht alles. Ich meine, das läuft. Zweite Hälfte sehe ich dich. Ganz gut. Du musst ja nur reinhalten. Das klappt auf jeden Fall. Oder? Vorne die Koppe ein bisschen hinhalte. Ja gut, oder ein Fuß. Ja? Wir haben ja auch sonst 10 Klumpfüße, das läuft. Wer wird neuer Trainer? Sandro Wagner. Ach komm. Echt jetzt? Ja. Du bist der Erste heute, ohne Scheiß. Ja? Ja. Ich sage, das ist Sandro Wagner. Der hat Eier. Der Mann, der ist Sandro Wagner? Jetzt ehrlich, oder? Der zieht durch, ja. Warum bin ich heute hier? Mit wem habe ich wohl Kontakt? Fußballgott persönlich. So, guck mal, mit ihm kann man arbeiten, kriegst du 50 Euro gleich. Guck mal, ey. Ich habe eine größere Fahne als mein Andi nach dem Spiel, ey. Wer schießt denn die Tore? Komm, sag mal. Florian Wirtz. Florian Wirtz? Ey, hier, komm, hier, jemand hat einer gesagt, Sandro Wagner wird Trainer, wird immer absurder. Aha, jetzt oder was? Geil. Jetzt kommen die. Ey, das musst du dir mal reindöllern. Das musst du dir mal reinziehen. Jetzt kommen die. Wir haben 7:30. Sag mal, in anderthalb Stunden ist Anpfiff. Ich habe mit dem Wagner noch gesprochen und sagte, nö, so gegen 6 sind wir da. Um 7:30 kommen die hier an. Jetzt musst du noch anziehen. Dem muss die Schuhe noch zumachen. Das dauert doch alles. Bis du auf dem Platz bist, ist es 8:30. Da bin ich. Da habe ich nichts mit am Hut, mit der Scheiße. Ganz ehrlich. Wie kann ich denn hier um 7:30 anrollen? Oh nee, ich war noch, tut mir leid, ich war noch zu spät. Nee, der Süle hat noch 3 Burger gefressen, Alter. Das habe ich mal im ganzen Leben. Es ist 19.29 Uhr. Is it? Ich muss ganz ehrlich sagen, wenn man mal ein kurzes, wer hier um 7:30 angefahren kommt und sagt, nee, aber heute wird gut. Heute sind wir aber fit alle. Heute wird total toll. Was ist das, eine Rockband oder was? Nur weil wir einen Bierstand am Hotel hatten, heißt noch lange nicht, dass es Whisky-Cola in der Kabine geben muss. Sag ich immer. Meine Fresse. Ganz ehrlich. Für mich, Langetier. Tschüss.